Hallo und willkommen hier zur 33. Folge City Skylines auf dem Kanal. Ja, ich muss noch mal gucken, ich habe jetzt noch leider keine Betonpinsel gefunden. Da muss ich noch mal bis zur nächsten Folge oder übernächsten Folge hoffentlich mir noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Noch mal genauer gucken. Was haben wir heute vor? Ich würde gerne das Ding hier ändern, weil das passt irgendwie so überhaupt nicht ins Bild rein. Und ich habe da nach der letzten Folge gesehen, es gibt ja hier bei dem modernen Terminal jetzt noch so einen zweiten. Und da ist ja auch ein U-Bahn-Knotenpunkt dabei. Und da würde ich sagen, macht es doch mehr Sinn, wenn wir den hier so ein bisschen versuchen einzugliedern. Und deswegen würden wir hier den ganzen Teil nochmal abreißen. Das weg. So, das weg. Dann das hier weg. Das weg. Das weg. Das hier auch alles weg. So, und dann können wir nämlich hier dann die ganze Geschichte neu hinbauen. Wenn wir den hier auch mal wegnehmen. Achso, ich hatte ja hier... Da müssen wir mal gucken. So, gut, dann würde ich glatt das ganze Ding hier so hinbauen. Und dann bauen wir das hier so ran. Machen wir mal so. Ne, Auto ist bereits belegt, gut. Dann machen wir das Ganze so. So. Perfekt. So, dann werden wir gleich die U-Bahn hier ranschließen. So, wir gehen mal hier runter. Wir müssen... Okay, das muss so. Und du... Das werden wir mal so machen hier. Unterirdisch. Mit Kurve bitte. Und daran. Und das gleiche machen wir hier auch nochmal. Daran. Gut. Ja. So, dann machen wir hier eine neue Linie. Von hier nach da. Nach da. Nach da. Und wieder zurück. Und dann kommt das Ding hier weg. Genau. Passt so. Gut. Wir werden hier aber auf jeden Fall nochmal eine jetzt Halteposition ranbauen. Und das würde ich dann machen, indem wir das so machen. 90 Grad Winkel. Nee. Und nicht. Ja, das passt so. Gut. Große Flugzeug. Warteposition. Einmal hier hin und einmal dahin. So, dann müsst ihr hier na es kotzt mich so an. Ich war da jetzt die Tage mal ein bisschen auf Fehlersuche, aber ich habe leider keinen Mod gefunden, an denen das liegt. Machen wir so. Und hier machen wir das Ganze. Wir docken mal so ran. So.
So und so ran. Und dann drehen wir das Ganze hier wieder um. Und dann müsste das passen. Achso, dann könnten wir ja hier eigentlich das Ganze noch oberirdisch machen. So, und hier auch nochmal eine Halteposition anschließen. Ne, das können wir auch so machen. Das ist doch echt zum... Jetzt. So. Das wäre halt schön, wenn wir das dann alles noch mit Asphalt voll machen könnten. Also das wäre noch mein Ziel langfristig oder mittelfristig, sage ich mal. Gut, dann werden wir jetzt endlich mit dem Fracht, mit der Frachtgeschichte anfangen. Fracht ist genau hier, mittlere Frachtstraße. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Was ist das hier? Das war, glaube ich, der Bahnhof. Okay. Frachtflughafenposition. Okay. Und Frachtflughafenterminal. So, wir müssen das, glaube ich, so anschließen. Würde das Ganze, glaube ich, ein bisschen aufteilen. Und ich würde einmal ein Terminal hier hinsetzen. So. Und ich würde dann nochmal ein Terminal hier drüben hinsetzen. So, genau. Dann haben wir hier die Straße. Da müssen wir dann mal gucken, da gibt es noch einen Mod. Das habe ich jetzt schon in euren Kommentaren gelesen, dass man die noch tauschen kann. Das ist aber auch noch eine Aufgabe, die... Da muss ich mir mal die Zeit nehmen, die Mods rauszusuchen. Die habe ich momentan leider nicht. Also ich bin sehr dankbar über jede Hilfe, die ihr mir schickt. Könnt ihr auch gerne weiterhin machen. Freue mich sehr drüber. Weil ich muss ja dann auch einfach die Zeit finden, die Mods rauszusuchen. So, passt das so, wenn ich das jetzt aufwerten will? Ja, das passt. Ich würde aber, glaube ich, sogar hieraus eine Industriestraße machen. So, und dann würde ich das Ganze auch so anschließen. Gut, dann müssen wir hier wieder das Einzelne nehmen. So. Industriestraße. Perfekt. Dann haben wir hier zweimal das Terminal und dann können wir hier die ganze Geschichte mit den... Also große Flughafenfrachtstraße und das ist mittlere Flughafenfrachtstraße. Das wird ja dann wahrscheinlich die hier sein. So. Wir müssen mal gucken. Ich würde das Ganze hier, glaube ich, nur als... Achso, da reißt das ganze Ding ab. Okay. Wir müssen mal gucken, wie wir das hier am besten dann machen. Also ich würde hier nämlich gerne dann die Flughäfen natürlich den Flughafen bauen wollen. Jetzt müssen wir mal gucken erstmal, wie wir das mit der Landebahn machen. Weil hier nur eine Landebahn, das wäre ein bisschen... Ah, ein Studienjahr, sehr schön. Das wäre ein bisschen wenig. Wenn wir jetzt hier die Landebahn machen. So. Nee, machen wir anders. Machen die Landebahn hier hin. Die kann ruhig schon ein bisschen zeitiger anfangen. So. Dann muss das hier so ran. Ist klar. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie wir das Ganze hier bauen. Also da müsste mal noch einen Moment ich gedulden. Wenn wir jetzt
Überlegen, dass wir ja hier dann so die entsprechenden Wartepositionen für die Flugzeuge machen. Also einmal hier, dann würde ich einmal hier hin. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Und ich würde aber auch hier auf jeden Fall noch einmal. So. Dann könnten die Flugzeuge quasi hier hin, hier rum, hier hin. Und dann könnte man hier nochmal eine Startbahn machen. Entfernung zu gering. Okay, das funktioniert leider nicht. Wäre ganz cool gewesen. Oder wir schließen das hiermit an. Wir bauen jetzt erstmal den Rollweg. So, hier. Es ist doch zum Kotzen. So, hier lang. So lang, dann einmal umgedreht. Und dann... So, ihr hier ran. Wir werden aber auch die Möglichkeit schaffen, von hier drüben hier rüber zu fahren. So. Ach so. Dann machen wir das halt so. Ist ja auch nochmal ein Weg. Hier machen wir den nochmal weg, damit wir hier lang fahren können. Also damit wir hier das ranbinden können. Ach Mann. Das regt mich so auf. So. Gut, so rum. Dann das einmal umdrehen. Perfekt. So, dann die Straße führen wir hier weiter. Im 90-Grad-Winkel. So, dann machen wir hier einen Abgang. So, dann machen wir hier auch nochmal einen Abgang. So. Hier machen wir wieder den 90-Grad-Winkel. Halt, das ist dann zu nah, okay. Also nochmal abreißen. Gefälle zu steil. Naja, dann machen wir hier halt das nicht im 90-Grad-Winkel, dann ziehen wir das hier einfach nur so durch. Machen wir das einfach nur so. So, und dann kannst du hier... So. Genau, dann können die so fahren. So, ihr fahrt so. Gut. Hundertachtzig. 90. Und dann machen wir hier nochmal eine Startbahn.
Obwohl, die könnte man auch hier einfach hinsetzen, dann brauchen wir hier die. Brauchen wir hier die lange nicht. Oder wir ziehen die. Wir ziehen die hier hin. Oder? Ah, ich bin mir nicht so. Wir machen die so rum. Ja. 120 Uhr. Wir machen die so rum, damit die sich hier nicht in die Quere kommen. Perfekt. Dann müssen wir jetzt hier dann nur noch gleich für Strom sorgen. Das sollte aber hoffentlich nicht das Problem sein. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch noch die Attraktivität von dem Flughafen erhöhen. So, einmal umgedreht. Und dann passt das. So, wie kriegen wir jetzt hier am besten Strom hin? Haben wir hier irgendwie eine Möglichkeit? Das Unterirdische habe ich nicht mehr. Seht ihr, da wollte ich, das wollte ich auch nochmal. Könnten natürlich auch. Was macht denn hier die... die Batterie? 5 Megawatt Leistung. Die jetzt, wenn ich hier einfach eine Batterie hinstelle, reicht das zu? Anscheinend nicht. Doch. Es reicht zu. So, hier auch nochmal eine Batterie hingestellt. Dann wäre jetzt die Frage, ob die hier auch Batterien brauchen. Wir können ja einfach, wir stellen einfach jedes Mal eine überall eine hin und gut ist. So. Braucht der echt so viel? Wie viel Megawatt Leistung hat denn der? Steht das irgendwo hier? 1,6. Eigentlich müsste das locker reichen. Eigentlich müsste das locker reichen, was wir jetzt hier haben. Naja, gut, wir beobachten das Ganze mal. Angedockt ist alles, das passt. Dann würde ich sagen, können wir uns mal ein bisschen überlegen, wie wir das Ganze hier verschönern. Ach du Scheiße, ey, hier ist ein Stau. Oh, hier unten ist noch die U-Bahn anscheinend nicht richtig. So, machen wir weg. Ist ja kein Problem. Okay. Interessant, wie die fahren. Sehr interessant, wie die fahren. Alle über eine Startbahn. Ihr könnt doch hier andocken. Da. Naja, gut. Attraktivität von dem Flughafen erhöhen. Flugzeugtankstelle. Können wir hier eine hinsetzen? Können auch noch hier vorne eine hinsetzen. Und wir werden hier hinten auch noch mal eine hinsetzen. Das sollte die großes geparktes Flugzeug, genau. Quatsch, bin ich blöd? Das sind doch Passagierflugzeuge. Kann ich doch nicht hier beim Frachtflughafen hinsetzen. Mensch. Genau, wo setzen wir hier geparkte Flugzeuge hin? Setzen wir mal hier hin. Setzen wir einfach einmal hier hin. Dann setzen wir hier nochmal ein paar hin. So, immerhin sind das auch verschiedene, das finde ich auch sehr gut. Ja, das sind die ganz großen, sehr gut. Sagten die Attraktivität von unserem Flughafen hier gerade. Ah, ist noch ein bisschen zu gering. Haben wir noch Frachtflugzeuge? Frachtflugzeug, genau. Geparktes Frachtflugzeug.
Oh, das macht schon mehr Sinn. Dass hier beim Frachtteil auf Frachtflugzeuge stehen. Das andere macht jetzt nicht so wirklich Sinn. Hier neben dem Treibstofflager können wir noch mal ein paar stellen. So, perfekt. Und da haben wir den dritten Stern wieder gekriegt. Und da kommt auch unser erstes Frachtflugzeug. Ein großes. Sehr schön. So, also das scheint schon mal zu funktionieren hier. Da kommen auch LKWs. Dann kommt das nächste Frachtflugzeug. Sehr schön. Wo wird der denn bitte hin? Der hier hinten starten? Na, da fährt er aber einen ganz schönen Umweg. Naja, egal. So, was sagen hier die Passagierzahlen? Naja. Zur Hälfte besetzt, aber das würde ich sagen, lassen wir erstmal so. Das ist erstmal okay. Da müssen wir dann einfach mal gucken. In der nächsten Folge oder in der übernächsten. Lassen wir es jetzt hier erstmal laufen, gucken, wie es so funktioniert, wie das hier auch mit dem Verkehr dann läuft. Wenn hier ein paar mehr Flugzeuge ankommen. Aber das finde ich hier gut, ey. Erstmal durch den kompletten Flughafen gefahren. Aber ich finde, ist doch schön. Es wird langsam. Oh, eingestürzt. So, gut. Dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge werden wir uns erstmal wieder um die Stadt kümmern, weil hier, ihr seht, wir haben hier einen Haufen leere Gebäude. Wir brauchen unbedingt wieder neue Bewohner. Also werden wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall erstmal den Flughafen Flughafen sein lassen und uns um unsere Stadt kümmern. Wir haben hier auch Tote, sehe ich gerade. Wieso haben wir hier so viele Tote? Das müssen wir auf jeden Fall dann auch nochmal beobachten. So, da ist noch einmal. Genau, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt und auch zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.